Frieda von Creative Clan TV und wir sind hier im Mantis Store und ich bin hier mit der Band Count on Pride. Count on Pride und ihr stellt euch mal kurz vor, du bist? Finn, ich spiele Gitarre, Fred, Vokalist. Ich bin Jonas, ich bin der Drummer. Nee, nicht der Drummer, ich spiele Bass. Ist das festgelegt, welche Instrumente ihr spielt oder wechselt ihr so durch? Tja, bei so viel Talent. Ja, und ich bin Nils, ich spiele eigentlich Schlagzeug und sonst kann ich aber auch nichts wirklich. Also ich glaube, es gibt so ein bisschen Beef zwischen euch, wer den Drummer macht, aber wer fehlt denn bei euch? Bei uns fehlt der zweite Gitarrist Alex. Hallo Alex, schade, dass du nicht hier sein kannst bei der Scouting-Session. Ja, erzählt mal so ein bisschen von euch selbst, ihr seid aus? Wir sind aus Hamburg-Uelzen, also das... Und habt ihr schon EPs aufgenommen? Wart ihr schon im Studio? Ja, also wir haben jetzt gerade unser Album aufgenommen. Ja, und wir haben auch vorher schon ein paar EPs aufgenommen irgendwie und ja, so, jetzt gucken wir erstmal. Ja, bitte? Die eine wurde hieß Back Home und die haben wir zu einem freien Download dann bei uns hochgeladen, kann man sich... Wo? Mediafire ist das da, also man kann bei uns auf die Facebook-Seite gucken und dann ist da ein Link, Mediafire, kann man sich für umsonst runterladen, 5 Tracks zum Anhören. Cool, und die Facebook-Seite ist? Facebook.com/CountOnPrideMusic. Aha, mit Music hinten dran. Ja. Sonst findet man euch nicht. Okay, wichtig, wichtig. Das heißt, ihr seid jetzt gerade noch mal im Studio oder nein? Nee, kommen wir gerade raus. Also wir haben ein Album aufgenommen, 13 Songs drauf. Könnt ihr die auch alle schon spielen oder nur im Studio? Ja, also wir sind noch ein bisschen am Üben, aber läuft. Das heißt, wann geht's auf Tour, wenn ihr noch übt? Also ja, Tour ist immer so eine Sache. Wir sind nicht wirklich auf Tour, wir haben vereinzelt in der Zukunft so ein paar Gigs. Ein paar Festivals sind mit dabei, auch mit coolen Bands, große Bands, zum Beispiel These Nuts, Hoods. Viele Bands, die in der Szene schon relativ bekannt sind, dabei, aber immer vereinzelte Termine. Also auch auf unserer Facebook-Seite einfach auschecken, auf die Tourgates gehen und zu den Shows kommen. Das wäre schön. Ja, sehr gut. Ja, immer schön Werbung machen. Und ein Beispiel für ein Festival? Wie heißt es? Mess Around with the Ball? Ja. Baltic-C ist cooler. Baltic-C Festival im August. Ja, das habe ich gesehen. Das ist eine ziemlich große Sache, oder? Ja, also in Greifswald haben ein paar Veranstalter sich zusammengetan und haben sich gedacht, machen wir wieder ein Festival. Das haben sie letztes Jahr, glaube ich, auch gemacht und das wird jetzt immer größer. Was steht denn sonst noch an, so dieses Jahr? Vielleicht Videodreh oder irgendwas? Also Videodreh ist auf jeden Fall geplant, gibt aber noch nicht explizite Pläne jetzt dazu. Wir wollen das auf jeden Fall machen, zu einem Song von unserem Album. Der da heißt? Ja gut, es gibt da so ein paar, die in der engeren Auswahl sind, aber wir haben uns da noch nicht entschieden, bei 13 Tracks ist die Auswahl relativ groß. So. Nee, aber ansonsten das Set jetzt richtig gut strukturieren und einplanen, sodass wir viele Shows spielen können und ansonsten lassen wir es alles auf uns zukommen. Gut. Willst du noch was sagen? Fans grüßen? Habt ihr irgendwelche besonderen Fans? Mama, ich liebe dich. Sehr süß. Also es sind harte Jungs, aber doch immer mit einem großen Herz. Alles klar. Dann winken wir doch mal in die Kamera und sagen ciao. Ciao. We'll be right back.